Was für los, auch oben! Für die nächste Künstlerin! Und das ist Vivian! Ich freue mich, hier zu sein. Es ist sehr schön. Ich sage schon mal jetzt Danke. Ich habe einen Text mitgebracht über das Ausgehen, beziehungsweise so, wie es nicht unbedingt sein sollte. Der liegt mir halt am Herzen, weil es für mich eine wichtige Angelegenheit ist, dass sowas nicht passiert. Jedes Mal zu viel. Der Blick geht in den Spiegel. Puder, Rouge und Concealer liegen bereit, um gesunden Teil zu schaffen. Kajal, Wimperntusche und Lippenstift sind griffbereit, um Augenblicke einzufangen. Sie fängt an, Farbe aufzutragen mit der sorgfältigen, gewohnten Routine. Sie fühlt sich wohl, sieht gesund aus, nicht mehr wie das Käsemännchen. Die dunkle Strumpfhose, das kurze Schwarze und Schmuck liegen parat. Bademantel ablegen, das Spitzenhöschen zum passenden BH anziehen. Schöne Unterwäsche lässt sie besonders fühlen. Stoff über Haut streifen. Der Blick geht in den Spiegel. Sie sieht schön aus, sie fühlt sich wohl. Es ist Freitagnachmittag. Freitagnachmittags trifft sie sich immer mit Freunden in ihrem Lieblingscafé. Viel quatschen und Karten spielen. Kaffee trinken, Kuchen essen. Jeden Freitag das Gleiche und doch zieht sie sich immer noch schön an, denn sie möchte sich wohlfühlen. Wenn sie ihre gute Unterwäsche trägt, dann fühlt sie sich stark, schön, selbstbewusst und mutig. Dann ist sie stolz, eine Frau zu sein, mehr als sie es sonst ist. Und sie trinkt Tee. Minztee mit Honig, das Plätzchen nicht angerührt. Sie scannt die Gesichter um sie herum. Die Frau am Tisch in der Ecke, zwischen Fenster und lindgrüner Wand, lächelt sie an. Und sie lächelt zurück. Die Frau schaut schön aus, so natürlich. Weiter schwarzer Wollpulli, zerzauste offene Haare und wache Augen. Sympathisch. Ein Mann betritt den Raum, sein Blick schweift umher und bleibt an ihr hängen. Sie blickt gen Tisch. Doch er hält Stand. Kopf, Beine. Und wieder Kopf, Hals, Dekolleté, Brüste. Verharren. Sie schaut ihn an und er nicht weg. Vielleicht hätte ich einen Schal einpacken, den Rolli tragen sollen. Er geht weiter und der Gedanke verfliegt. Sie ist den Keks. 3 Stunden sind vergangen, Aufbruch jeder in eine andere Richtung. Sie hat noch Zeit, ehe sie essen geht mit Mal und ihrem Freund. Nicht ein Freund, aber auch nicht ihr fester Freund, ein guter Freund, den sie sprachlich nicht abwerten möchte. Doch die deutsche Sprache differenziert da ja nicht so genau. In dem Gedanken gefangen spürt sie eine Hand, wo diese nicht sein sollte. Eine fremde Hand berührt ihren Hintern, der Blick geht nach hinten. Doch da ist keiner mehr. Menschenmassen verschwimmen vor ihren Augen, die Pfiffwehren rauschen. Sie möchte die Blicke nicht sehen, die Jacke wird weiter zugeschnürt. Sie geht weiter. Eine junge Frau in ihrem Alter, was macht die noch um diese Uhrzeit hier draußen so alleine? Musst du nicht zu Hause sein, wartet niemand auf dich, deine Familie, dein Freund? Was sagt der dazu, dass du hier draußen so rumläufst, dass ich ihn dir ansprechen kann? Du möchtest das doch auch noch, schau dich an, die Schuhe, der kurze Rock. Es ist 8 Uhr an einem Freitagabend. Langsam wird es dunkel, aber es ist nicht spät. Einfach ignorieren, weitergehen. Ihr Gang ist nicht mehr so aufrecht, das Wohlgefühl verschwunden. In 10 Minuten sehe ich Marlon und 10 Minuten noch. Vielleicht hätte ich den Lippenstift weglassen sollen und die abgegammelten Turnschuhe tragen. Vielleicht, denkt sie sich. Noch 3 Straßen weiter, dann hat sie ihr Ziel erreicht, der Inder mit dem besten Papadom der Stadt. Vor dem Lokal steht Marlon schon und lächelt sie an. Sie sind ein eingespieltes Team, wenn sie abends und nachts unterwegs sind. Dann spielt er ihren Freund, den Arm in der Taille, küsst ihn auf den Kopf. Ohne all dem endet der Abend meist nicht schön, blöde Sprüche angerempelt und von hinten angetanzt werden. Da hilft kein Schlabber- und Rollkragenpulli mehr. Und sie weiß, dass nicht immer so ist, doch die negativen Erinnerungen prägen sich ein. Sie hatten einen schönen Abend, doch sie trennen sich, beide gehen in verschiedene Richtungen. Melde dich, wenn etwas ist und sag Bescheid, wenn du zu Hause bist, sagt Marlon zu ihr. Kopfhörer im Ohr, die Musik ganz stumm, den Schlüssel zwischen Zeige und Mittelfinger eingeklemmt mit der Spitze nach draußen.
Schneller Schritt, die Augen wachsam geöffnet. 2 Straßen zu Fuß, 27 Minuten Busfahren, 5 Minuten Laufen durch die Unterführung, doch das ist besser als der Wald. Wenn sie dort entlang läuft, dann wird ihr wieder schlecht, denn vor 3 Monaten kam mir dort jemand zu nahe, die Hand zwischen den Schenkeln unter der Hose. Der String bewährte die dicken Finger vor dem Eindringen, hofft sie. Damals hatte sie einen Schockstarre und sie weiß nicht, ob es wieder so wäre. Jedes Mal, wenn sie dort entlang läuft, dann spürt sie seine Hände auf ihren Schenkeln so täuschend echt. Diesen Ekel und Hass auf sich selbst, dann ist sie wieder der Versuchung nahe, die Wurzelbürste zu nehmen, sich alles weg, Wund zu scheuern. Doch das hat sie aufgegeben. Es hilft nicht. Das Gefühl bleibt. Marlon, ich bin zu Hause, schlaf gut, hab dich lieb, tippt sie in ihr Handy. Klamotten von ihrer Haut abstreifen, Bademantel anziehen, abschminken und Zähne putzen. Ich könnte ungeschminkt das Haus verlassen, nur weite Klamotten tragen, niemals zu viel Ausschnitt sein, Röck nicht zu kurz, lieber Boden an, den Blick gegen Boden, die Schultern schlaff, unsichtbar werden, denkt sie sich. Doch warum denkt sie das? Warum soll ich mich anders klein verhalten? Frauen und Männer sind nicht daran schuld, wenn andere sich vergreifen und schon gar nicht die Klamotten. Jeder sollte sich so kleiden können, sodass er oder sie sich wohlfühlt. Niemand sollte Komfortzonen ungewollt durchbrechen oder gewaltsam seinen eigenen Willen durchsetzen. Es würde doch schon helfen zu reden, wenn man unsicher ist, ob man sich gerade richtig verhält. Hoffe ich. Niemand selbst ist daran schuld, dass einem so etwas passiert. Dankeschön.